Hi, Kratti hier. Keine drei Wochen ist es her, seitdem Korrektiv, der selbsternannte Faktenchecker, brisante Anschuldigungen veröffentlichte. Diese mehrfach bekräftigte und damit eventuell ein seit Jahrzehnten nicht dagewesenes Medienecho, Politbeben und gesellschaftliche Unruhen hat entstehen lassen. Und jetzt kommt das ganze Konstrukt so richtig ins Wanken. Das wäre ein politischer Super-GAU. Hat hier am Ende ein vom Staat mitfinanzierter Faktenchecker, jedenfalls in Teilen, Fake News verbreitet? Wenn ihr die neuesten Informationen dazu erfahren wollt, dann bleibt dran. Na dann, am 10.01., also vor rund drei Wochen, ging ein Beben durch die deutsche Medienlandschaft. Korrektiv veröffentlichte ihre Enthüllungen zu einem angeblich unfassbaren Treffen. Sie nannten das Ganze Geheimplan gegen Deutschland. Und auf ihrer Website ist immer noch Folgendes zu lesen. Geheimplan gegen Deutschland. Von diesem Treffen sollte niemand erfahren. Hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer kamen im November in einem Hotel bei Potsdam zusammen. Sie planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Damit kommen wir zum ersten wichtigen Punkt. Hierzu erwähnte ich bereits in einem anderen Video, dass das, was sie hier in ihrer Headline machten, ein No-Go ist. Als sogenannter Faktenchecker, der genau so eine Argumentation im Normalfall zu entlarven hat, ist das sogar desolat. Denn sie leiten damit ein, dass AfD-Politiker mit dabei waren. Ja, aber Moment, war da nicht noch was? Oh, ja. Da waren nämlich auch CDUler dabei. Und das lassen sie an der Stelle aus. Und es geht hier nicht darum, dass da womöglich ein oder zwei CDUler dabei gewesen sind, sondern nach aktuellen Informationen mindestens so viele wie AfDler. Kann man ja als Faktenchecker mal übersehen. Namentlich Ulrich Vosgerau, Alexander von Bismarck, Simone Baum, Michaela Schneider und Wilhelm Wildering. Ach ja, und Ulrich Vosgerau, also einer der CDUler, hat jetzt auch noch Korrektiv abgemahnt, aufgrund ihrer Behauptungen. Aber hierzu der wichtige Punkt, selbst wenn das am Ende einer mehr oder weniger von der CDU war, sei es drum. Wenn eine Teilnahme von AfDlern an so einem Treffen brisant wäre, ja, dann wäre eine Teilnahme von CDUlern doch einmal weitaus brisanter. Und das spart Korrektiv an der Stelle aus. Alleine an dieser Stelle verspielt Korrektiv von Anfang an seine Seriosität. Den Sachstand kann ja jeder nachlesen. Und eigentlich müsste nicht ich mich hier aufregen, sondern all die Menschen, denen durch Korrektiv sowie der medialen Berichterstattung das so nicht suggeriert wird. Ihr werdet verkackeiert und applaudiert dazu. Naja gut, das war der eine Streich, aber so einige andere kommen sogleich. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Denn was im Laufe der kommenden Tage passierte, schlug dem Fass den Boden aus. Hier als kurzer Hinweis, bevor wir zu den Punkten kommen, die in einer normalen Welt jedem Faktenchecker das Genick zurechtgerückt hätten. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle auch auf die Finanzierung von Korrektiv genauer eingehen. Denn unwichtig ist das Thema ja natürlich nicht. Der garstige Clown war aber mal wieder schneller und hat sich konkret auf die Finanzierung fokussiert. Also macht hier mal der kleine Safran-Faktenfuchs an der Stelle Werbung für den großen Clowny. Was er aber, soweit ich das bisher gesehen habe, in der Form noch nicht mit drin hatte, ist folgende Information. Laut einer Antwort zu einer aktuellen Anfrage an den Bundestag hat Korrektiv mittlerweile von 2014 bis 2023 über 2,5 Millionen Euro durch den Staat bekommen. Alleine das sollte für sich schon ein Skandal sein, denn hier entsprangen die Gelder ja nicht dem Staat, sondern oftmals klar zuordnbaren Interessengruppen. Einige können vermuten, dass man die Hand, die einen füttert, tendenziell nicht so häufig beißt. Ich will an der Stelle aber nochmal ganz bewusst darauf herumreiten, dass es hier um einen Faktenchecker geht. Nicht wahr, Korrektiv? Oberstes Gebot sollte also Ehrlichkeit sein. Aber nicht einmal in Bezug auf die Bezahlungen bekommen wir diese Ehrlichkeit von Korrektiv. Nein, wir werden Punkt. Und das auch noch im ÖRR. Also bezahlen wir in doppelter Hinsicht dafür, dass man genau das mit uns macht. Ja Mensch, na da zahlt man noch gerne. Auch ein interessanter Fetisch. Hier in dem Fall durch Annette Dovideit, die uns live im Fernsehen boomt und in Farbe sagt, sie würden nicht vom Staat finanziert werden. Während sie Millionen vom Staat bekommen haben? Was? Korrektiv ist nicht von der Regierung bezahlt, unsere Recherchen sind nicht von der Regierung bezahlt, sondern von Stiftungen und Dauerspendern. Korrektiv ist nicht von der Regierung bezahlt, unsere Recherchen sind nicht von der Regierung bezahlt, sondern von Stiftungen und Dauerspendern.
Liebe Leute vom Korrektiv, was würdet ihr bei einem Faktencheck denn bezüglich der Annette Dovideit machen, wenn die nicht bei euch tätig wäre? Also, wenn da jemand sitzt, der Millionen Euro vom Staat bekommen hat und dann sagt, nee, also vom Staat werden wir nicht finanziert. Klingt das nicht schön? Und ja, die Frage, was ein Faktenchecker in dem Moment getan hätte, kann sich wahrscheinlich jeder selber beantworten. Daneben beruht ja quasi die ganze Enthüllung darauf, hier ein Geheimtreffen oder Geheimplan zu implizieren. Aber weder war das Treffen geheim, noch enthielt es in irgendeiner Form einen Geheimplan. So doof man die beteiligten Personen vielleicht auch finden mag, aber seid doch wenigstens ehrlich zu euch selber. Das Treffen war auf Einladung, so wie Politiker jeder Partei das tun. Oder glaubt ihr, der gute Klausi lädt jedes Mal die Presse ein, wenn er mit der Annalena oder dem Robert spricht? Oder wenn sich Politiker mit Energie-, Bau- oder Migrationslobbys treffen? Wie naiv muss man sein, um sowas zu glauben, dass solche Treffen nicht die Norm sind? Nur leider wird das ganze medial ja noch weniger debattiert als der Zustand, dass an diesem Treffen mutmaßlich mehr CDUler als AfDler waren. Nice. Kann ja mal passieren. Und ja, schon klar, hier ist jetzt nicht nur Korrektiv zu kritisieren, sondern quasi unsere gesamte Medienlandschaft. Daneben wurde eben auch kein geheimer Plan geschmiedet. Also selbst wenn wir für den jetzt folgenden Gedanken mal ganz kurz so herumwurschteln, dass Sellners Vortrag die Grundlage für was auch immer gewesen sein soll. Wie geheim kann ein Gedanke sein, der ausformuliert in einem Buch steht? In einem Buch, das diesen angeblichen Geheimplan zum Gegenstand eben jenen Buches macht. Und wie geheim kann das Ganze sein, wenn dieses Buch auch noch offen zum Verkauf steht? Ihr könnt dieses Buch bei Amazon bestellen. Hoffen wir mal, dass keiner diese geheime Geheimverkaufsplattform kennt, sonst käme ja noch jemand an dieses Buch ran. Außer ihr holt euch über meinen Affiliate-Link irgendwelche Sachen, dann könnt ihr gerne alle Amazon kennen. Ernsthaft, ich will einfach nicht akzeptieren, dass die träge Masse so indoktriniert ist, dass spätestens hier keine Skepsis entsteht. Aber egal, kommen wir mal zu diesem was dem Fass den Boden ausschlägt Ding, weil das ist möglicherweise ein bisschen entlarvender. Kommen wir mal zu den Anschuldigungen, die auf jeden Fall nicht von Korrektiv selber benutzt worden sind. Nämlich zu den Begrifflichkeiten Deportation und dem Vergleich mit der Wannsee-Konferenz. Naja, und selbst wenn sie von denen gekommen wären, würden sie uns das ja sagen. Ich meine, das ist ja ein Faktenchecker. Aber schauen wir einfach mal, was dieser Faktenchecker dazu sagt. Ich glaube, das war auch ein Problem, was manche Leute mit der Berichterstattung von Korrektiv hatten, dass das ja dann gleich in die Richtung von, also in die Nähe von der Wannsee-Konferenz 1942, wo die massenhafte beschlossen wurde, gestellt wurde. Ja, aber wir also, haben das nicht geschrieben, ne? Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert genau, haben. In diese genau, Ende, ne? Genau. So. Wir haben das nicht geschrieben, ne? Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das ja, spannend. Nun sagt uns also die gute Frau Dovideit, dass die bösen Medien einen Frame zur Wannsee-Konferenz gesetzt hätten. Wie können sie nur? Und vor allen Dingen, wie kommen sie nur auf diese krude Behauptung? Aber gut, dass eben gerade jemand vom Faktenchecker-Korrektiv da war und man diese Lüge direkt berichtigen konnte. Aber gut, schauen wir mal zur Sicherheit nach, damit ich euch schwarz auf weiß zeigen kann, dass die da nur die Wahrheit sagen. Oh, ja Mensch, ist ja blöd. Die Seite von Korrektiv widerspricht der guten Tante von Korrektiv. Sag mal, wie kann denn das sein? Bin ja komplett aus dem Häuschen. Laut ihrer Aussage sind die Begrifflichkeiten zur Wannsee-Konferenz und auch zur Deportation von Medien eingebracht worden. Also, wir haben das nicht geschrieben, ne? Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert genau, haben. In diese genau. Und jetzt steht da einfach auf dieser bösartigen Korrektivseite, womöglich ist es auch Zufall, dass die Organisatoren gerade diese Villa für ihr konspiratives Treffen gewählt haben. Knapp 8 Kilometer entfernt von dem Hotel steht das Haus der Wannsee-Konferenz, auf der die Nazis die systematische, ja, ihr wisst schon, koordiniert haben. Ja, doof, wenn die eigene Seite ihre Aussage widerlegt. Und genau das gleiche auch bei dem Begriff Deportation. Die Implikation wird nämlich im Satz davor gemacht. Dort steht, was Sellner entwirft, erinnert an eine alte Idee. 1940 planten die Nationalsozialisten, auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Also wir haben das nicht geschrieben, ne? Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert genau, haben. In diese genau, Ende, ne? Genau. Oh! Ups, ja, kann man ja mal übersehen.
Schön, wie gut, dass es nicht staatlich finanzierte Menschen im Internet gibt, welche Faktenchecker faktchecken können, die wiederum Millionen vom Staat bekommen haben. Klingt natürlich fair. Das Ganze wird jetzt aber nochmal richtig gut, weil ich tue das natürlich nicht. Einige Menschen könnten nun, bei dem, was wir uns jetzt anschauen, Böswilligkeit unterstellen. Naja, oder jedenfalls Absicht. Denn dass sie die Begrifflichkeit Deportation verwenden oder verwendet haben, scheint da schon einigen Leuten bekannt zu sein. Denn man verkauft ja auch ein Buch unter dem Namen der AfD-Komplex. Beim Vorschautext zu diesem Buch steht, ich meine es stand dann, der Angriff der AfD auf unsere Demokratie begann nicht erst mit dem Potsdamer Geheimtreffen im November 2023. Die Pläne zur Deportation Millionen Deutscher mit Migrationshintergrund markieren nur für jeden sichtbar den offenen Rechtsextremismus der Faschisten der AfD. Okay, also so viel zu... Also wir haben das nicht geschrieben, ne? Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert genau. haben. In dieser genau, Ende. Genau. Aber ich hab's ja schon angeteasert. Denn die Dattel auf dem Kebab ist hierbei, dass sie das geändert haben. Klammheimlich. Und vermutlich haben sie einfach nur nicht damit gerechnet, dass vorher schon unzählige Menschen die Seite im Internet archiviert haben. Denn wer jetzt auf die Seite geht, findet folgenden Text. Der Angriff der AfD auf unsere Demokratie begann nicht erst mit dem Potsdamer Geheimtreffen im November 2023, an dem hochrangige AfD-Politiker teilnahmen. Die Pläne zur Vertreibung, nun anstatt Deportation, von Millionen von Menschen aus Deutschland markieren nun für jeden sichtbar den Rechtsextremismus in der AfD und dann korrektiv recherchiert seit 2016 zur AfD. Und ernsthaft, das sollen sie gerne tun und meinetwegen sollen sie auch irgendwelche Falschbehauptungen von der AfD entlarven. Aber das Einzige, was Korrektiv hier momentan tut, ist, sich selber bloßzustellen. Ihr einziges Glück, dass sie die komplette Medienbatterie im Rücken haben. Übrigens mal nebenbei auch sehr lustig, dass auf dieser Buchseite dann unter anderem steht, ihr Mittel, also das der AfD, ist dabei die Desinformation. Also im Endeffekt genau das, was ihr hier gerade tut, liebe Leute vom Korrektiv. Wird jetzt nur noch davon getoppt, dass im ursprünglichen Text drin stand, ihr Mittel dabei war die Lüge. Also im Endeffekt genau das, was ihr ebenfalls tut, wenn ihr sagt, ihr habt nie von Deportation gesprochen und es hier dann im Nachgang klammheimlich rausmacht. Also mal abgesehen davon, dass es ja eh immer noch auf deren Seite steht. Egal, kommen wir zur Konklusion des Ganzen. Wir reden hier von einem Faktenchecker, der anhand der aufgezeigten Beispiele mehrfach durch jeden seriösen Faktencheck gefallen wäre. Was insbesondere so brisant ist, da dieser Faktenchecker Millionen vom Staat bekommen hat. Was man, wie wir gesehen haben, geleugnet hat. Korrektiv ist nicht von der Regierung bezahlt, unsere Recherchen sind nicht von der Regierung bezahlt, sondern von Stiftungen und Dauerspendern. Sie nannten es Geheimtreffen, obwohl es keines war. Sie fokussierten sich auf die AfDler als Teilnehmer, obwohl dort mindestens so viele CDUler teilgenommen haben. Warum wird dann zugunsten der CDU weniger über sie berichtet, obwohl es bei ihnen sogar brisanter wäre? Man sagte uns, dass die Begriffe wie Wannsee-Konferenz oder Deportation durch die Medien eingebracht worden wären, obwohl das exakt so auf ihrer Seite steht. Ich glaube, das war auch ein Problem, was manche Leute mit der Berichterstattung von Korrektiv hatten, dass das ja dann gleich in die Richtung von, also in die Nähe von der Wannsee-Konferenz 1942, wo die massenhafte beschlossen wurde, gestellt wurde. Ja, aber wir also, haben das nicht geschrieben, ne? Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert genau, haben. Genau. Obendrein änderte man sogar Texte im Nachgang. Mutmaßlich, klammheimlich. Warum man das machte? Ja, das möge jeder für sich selber entscheiden. Am Ende bleibt die Frage, ob das, was Korrektiv hier machte, nicht unter anderen Vorzeichen von ihnen selber deutlich als Fake News deklariert worden wäre. Hier final möglicherweise ein Kartenhaus aufgebaut wurde, was mittlerweile mächtig ins Wanken geraten ist. Und wenn es in sich zusammenfallen sollte, dann wird das darauffolgende Beben gewaltig. Ciao.